Hey mein Freund, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir die Technik mitgeben, die alle Profis, alle Flirt-Profis oder Flirt-Trainer-Experten im Thema Flirt benutzen, um die Frau super schnell für sich zu gewinnen. Viele Anfänger machen das falsch, benutzen das nicht. Ich erkläre dir heute, worum es sich hier handelt, wie du es anwendest und warum es so wichtig ist. Also, von was für einer Technik rede ich hier? Ich rede von einer Technik, die wirklich dafür sorgt, dass Frauen dich als einen Mann wahrnehmen, wo sie sich denken, hey, so einen Mann habe ich fast noch nie getroffen, so einen Mann habe ich selten getroffen, so einen Mann habe ich noch nie gesehen. Männer, die ich sonst treffe, sind anders. Dieser Mann gefällt mir, weil er eben diese eine Eigenschaft hat. Und ich habe es jetzt im Intro Technik genannt. Wichtig für dich zu verstehen, es ist nicht mal eine Technik, es ist im Grunde eine selbstverständliche Einstellung. Leider ist sie für Anfänger überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen haben Anfänger diese Einstellung nicht und machen diese eine Sache nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Gestern habe ich mit einer Frau geschrieben über Tinder und wir haben geschrieben und dann habe ich ihr irgendwann Folgendes geschrieben. Ich wollte mit ihr von Tinder auf WhatsApp wechseln und habe ihr folgende Nachricht geschrieben. Ich hätte sie dir jetzt gerne eingeblendet, aber ich habe das Match danach aufgelöst. Deswegen habe ich es nicht mehr und kann es dir nicht mehr zeigen. Aber ich habe Folgendes geschrieben, um zu WhatsApp zu wechseln. Hey, lass mal zu WhatsApp wechseln. Ich finde das deutlich persönlicher. Aber nur, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich nicht von dir nachts um 2 Uhr angerufen werde. Nur, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass du keine Stalkerin bist, kein Telefonterror machst. Ja, ich habe das nicht genauso geschrieben. Also nicht all diese drei Sachen, sondern ich habe geschrieben, hey, nur wenn ich mich darauf verlassen kann, dass du kein Telefonterror machst. Das habe ich geschrieben. Und sie meinte, ja, da kann man sich nicht drauf verlassen, ich kann sie nicht versprechen, aber man kann einen ja immer blockieren, hier ist meine Nummer. So, was hätte der normale Mann an dieser Stelle gemacht? Und ich komme gleich zur Technik. Der normale Mann hätte sowas gemacht wie, hey, wenn du Lust hast, können wir Nummern tauschen, ich fände es voll cool, ich würde dir gerne mal schreiben, lalalala. Wenn du Lust hast, können wir Nummern tauschen, hast du Lust drauf? Fragezeichen. Kommt von einem Standpunkt von, hey, es wäre voll cool, wenn du mit mir Nummern tauscht. Was ich gemacht habe, war, hey, pass auf. Wir können Nummern tauschen, aber diese Bedingung hängt daran. Aber nur, wenn ich mich auf dich verlassen kann, dass du nicht irgendwie seltsam bist. Allein das zu machen, alleine der Frau zu zeigen, hey, es gibt Voraussetzungen dafür, dass ich mit dir hier einen Schritt weiter gehe oder mit dir mich unterhalte oder mit dir auf ein Date gehe. Alleine das zu zeigen, hebt dich von der großen Masse von Männern ab, die einfach mit jeder Frau und in jeder Situation etwas machen würden. Im Sinne von, Hauptsache ich krieg die Frau, besser als gar nichts. Wenn du aber so an die Sache rangehst, dann zeigst du der Frau, hey, nein, so einfach ist es nicht. Es gibt gewisse Voraussetzungen. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Was ich auch auf Dates oft mal mache, ist, dass ich die klassischen Sätze der Frau umdrehe. Im Sinne von, sie sagt am Anfang des Dates, hey, heute schlafen wir aber nicht miteinander. Ich mache es oft so, dass ich am Anfang des Dates auch sage, hey, wir schlafen heute nicht miteinander. Und ja, an der Stelle, klar, wenn ich eine Frau treffe, die mir gefällt, dann würde ich natürlich auch mit ihr schlafen, ganz klar. Aber da gibt es trotzdem immer noch diesen Ungewissheitsfaktor im Sinne von, wenn sie sich auf dem Date kacke verhält, wenn ich sie einfach dumm finde oder behindert, dann werde ich halt nicht mit ihr schlafen. Warum sollte ich auch? Also wenn sie mir überhaupt nicht gefällt, dann tue ich es natürlich nicht. Das heißt, es gibt immer noch diesen Raum für mich, wo ich schauen möchte, möchte ich wirklich was mit dieser Frau haben? Auch wenn es nur um sexuelle Dinge geht, natürlich wahrscheinlich ist. Es geht darum, die Frau zu qualifizieren. Es geht darum, der Frau zu zeigen, hey, ich wähle hier auch aus. Das ist die Einstellung, die dahinter steckt. Viele Anfänger, und ich kenne das auch von mir vom Anfang, gehen an die Sache folgendermaßen ran. Was muss ich tun, damit eine Frau mich mag? Was muss ich tun, damit eine Frau mit mir Schritt Y geht? Oder Schritt X? Und das ist die falsche Einstellung. Du solltest an eine Frau, die du ansprichst, die du kennenlernst, mit folgender Einstellung rangehen. Jetzt schaue ich mal, ob die Frau mir auch gefällt, wenn ich mit ihr rede. Offensichtlich hast du sie gesehen, sie gefällt dir optisch, du willst sie ansprechen. Jetzt schaue ich mal, ob die Frau mir auch gefällt, wenn ich mit ihr rede. Ich war gestern mit einem guten Kumpel unterwegs, der auch gut mit Frauen ist. Er hat mit einer Frau in der Uni geflirtet und meinte, also wir fanden die beide heiß und er hat sie dann angesprochen. Und dann kam er zurück vom Ansprechen und meinte, boah, die war voll cool, die hat mir voll gefallen, aber am Ende hat sie voll die Scheiße gesagt. Jetzt hat sie sich selbst rausgeschmissen, so eine Scheiße. Also er hat sich komplett darüber aufgeregt, dass sie es versaut hat für ihn. Also sie hat am Ende versucht, ihn so ein bisschen, ja, sie hat am Ende so auf cool gemacht und wollte so, hey, ja, Date mit mir nur, das muss man sich verdienen und was auch immer. Auf jeden Fall fand er das nicht cool und meinte dann zu mir, voll schade, die hat sich jetzt selbst versaut.
Und so würde ein Anfänger halt niemals denken, ein Anfänger oder die meisten Männer würden denken, oh mein Gott, ich kann eine Frau bekommen, ja, ich gebe alles dafür. Und das ist die falsche Einstellung. Das zeigt einfach nur, wie wenig Auswahl du hast, zeigt einfach nur, wie bedürftig du bist und wie bereit du auch bist, all deine Voraussetzungen, all deine Regeln, falls du überhaupt welche hast, sofort über Bord zu werfen. Das heißt, du kannst diese Dynamik mit, ich sag mal, lustigen Sprüchen rumdrehen, so wie ich das eben gesagt habe, im Sinne von, hey, heute schlafen wir aber nicht miteinander. Ja, dieser Spruch ist natürlich nicht komplett ernst gemeint von mir. Wenn ich eine Frau treffe, dann gefällt sie mir natürlich auch. Ne? Aber du kannst mit solchen Sprüchen, solchen spaßhaften Sprüchen, die Dynamik ein bisschen rumdrehen und die Frau auch verwirren im Sinne von, hey, meint ihr das jetzt ernst? Was genau meint ihr denn jetzt? Werden wir jetzt miteinander schlafen? Werden wir nicht miteinander schlafen? Und das Witzige ist, dass manche Frauen sich sogar herausgefordert fühlen und dann eben deswegen versuchen, dich zu verführen. Das gibt es auch. Ist eher selten, aber gibt es auch. Das ist die spielerische Art und Weise, die auch ein bisschen auf Humor basiert. Ich meine das ja nicht komplett ernst. Was du aber auf jeden Fall nicht spielerische Variante in deine Flirts einbauen musst, ist ein gewisser Qualifikationsfaktor. Viele Männer machen es so, dass sie die Frauen immer komplimentieren. Hey, das gefällt mir an dir, voll heiß, voll dies, das. Ist cool, kann man machen. Aber was du machen solltest, um dieses ich qualifiziere mich bei dir auszugleichen ist, du qualifizierst dich bei mir. Im Sinne von, du musst wirklich herausfinden, ob die Frau dir gefällt, ob die Frau was hat, was dir gefällt. Das kannst du machen, indem du Sachen fragst. Ja? Wenn ich mit einer Frau da sitze, dann bin ich halt vielleicht so, hey, pass auf, mir gefällt es, wenn eine Frau das und das macht. Hast du es schon mal gemacht? Oder sie sagt, ah, das und das. Und ich sage, okay, das gefällt mir an einer Frau. Oder ich mag Frauen, die ein bisschen abenteuerlustig sind. Wie ist das bei dir? Bist du abenteuerlustig? Bist du eine abenteuerlustige Frau? Bist du eine spontane Frau? Ja, bin ich. Cool, gefällt mir. Bist du abenteuerlustig? Oder ich mag das und das nicht. Ah, ich mag keine Frauen, die das und das machen. Einfach so in den Raum werfen. Und oft wirst du es merken, dass eine Frau, die sich denkt, hey, der gefällt mir, dann sowas sagt wie, das mache ich ja auch gar nicht. So bin ich nicht. Das gefällt mir nicht an einer Frau. Dazu bin ich auch nicht. Und schon hat sie sich bei dir qualifiziert. Also es geht wirklich darum, dass du auch herausfindest und dir auch vorher mal überlegst, was gefällt mir denn an einer Frau? Und dass du das auch im Gespräch herausfindest, dass du nicht so bist von wegen, oh, ich nehme alles, was mit rein, nicht auf den Bäumen ist, sondern dass du einfach guckst, ist die cool? Das sollte ja wohl auch Mindestvoraussetzung sein, denn genau das macht die Frau ja auch. Und du kannst sie nur auf einem erstmal gleichen Level, kannst du ihr begegnen, wenn du das auch so machst. Also die meisten Männer begegnen der Frau auf einem unter ihr Level im Sinne von, ich qualifiziere mich bei dir, ich tue alles für dich und sie ist am Aussuchen. Du musst mal mindestens auf gleiche Ebene kommen im Sinne von ich suche aus, ich suche aus. Und dann kann es besser sein, wenn du noch ein ganz bisschen über ihr bist und sie ein ganz bisschen mehr das Gefühl hat, sich bei dir qualifizieren zu müssen als andersrum. Ja, das sollte sie natürlich halten. Also wenn es dann so weit kommt, dass sie sich nur noch qualifiziert und du nur noch entspannt zurückgelehnt da sitzt, dann wird es dir wahrscheinlich auch langweilig werden, denn dann verliert die Frau so ein bisschen an Interesse für dich, weil sie einfach zu bedürftig dann auf der anderen Seite ist. Das heißt, es muss ein gesundes Verhältnis sein, aber die meisten Männer, wie gesagt, da ist das eher so, na, sie machen Komplimente, sie qualifizieren sich, aber sie gucken gar nicht, ob die Frau auch cool ist. Sie fordern die Frau gar nicht heraus, vielleicht auch, weil sie Angst haben, die Frau zu verlieren. Und das ist der eine Unterschied, der Profis in diesem Gebiet von Anfängern unterscheidet. Und das kannst du auch in Flirts sehen, das kannst du auch in Live-Flirts von den Leuten sehen, dass die meisten guten Leute in den Live-Flirts diese Qualifikationssachen machen. Dass die der Frau das Gefühl geben, du hast mich jetzt nicht automatisch gewonnen, nur weil du gut aussiehst. Na, natürlich weiß die Frau, hey, ich könnte ihn wahrscheinlich sexuell haben. Na, wenn du jetzt mit einer Frau auf einem Date sitzt, dann weiß die Frau wahrscheinlich, okay, ich könnte ihn sexuell bekommen. Aber was die Frau nicht weiß, wenn du sie qualifizierst, ist, ob sie dich auch für alles andere bekommen könnte. Na, die Frau weiß, wenn sie wollte, könnte sie wahrscheinlich mit dir schlafen. Das ist ja auch so. Aber sie weiß nicht, könnte das auch mein Boyfriend werden? Könnte ich dem auch auf lange Sicht gefallen? Könnte ich den auch auf lange Sicht begeistern? Und das weiß sie eben dann nicht, wenn du wirklich Qualifikationssachen machst. Im Sinne von, hey, was du bis jetzt gesagt hast, gefällt mir, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Oder was ich auch manchmal gesagt habe, ist, wenn sie irgendwas gesagt hat, was ich cool fand, habe ich gesagt, hey cool, das gefällt mir, bis jetzt war ich mir nicht ganz sicher bei dir. Im Sinne von, vorher war es einfach nicht ganz klar, das gefällt mir. Das gefällt mir an dir, bis jetzt war ich mir nicht ganz sicher bei dir. Gib mir einfach das Gefühl, die Auswahl ist nicht automatisch beendet, nur weil sie gut aussieht. Das ist ganz wichtig, das brauchen die Frauen auch. Ist ja ganz klar, das ist ja auch für die Frauen langweilig, wenn sie jeden Typ einfach nur
per Fingerschnips mit dem Aussehen bekommen könnten. Das ist ja keine Herausforderung für die Frauen, ergo langweilig. Das ist das, was Profis von Anfängern unterscheidet. Ich hoffe, das Konzept ist klar geworden. Wenn nicht, schreib mir in die Kommentare, frag nach, was nicht klar ist. Videovorschläge in die Kommentare. Ansonsten geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching, wenn du auch einer dieser Männer werden möchtest, der viel Erfolg mit Frauen hat. Ich begleite dich und biete dir eins der besten Angebote im ganzen Coaching-Markt. Unten rechts kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei. Dann wirst du weiterführende Informationen finden, die dich erfolgreicher mit Frauen machen. Geil, dass du hier warst. Bis übermorgen. Ciao.